Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lahn und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnison und da befinde ich mich jetzt gerade schon im Wiederherstellungsgebäude oder Wiederverwertungsgebäude, so rum. Und ja, hier wollen wir uns einmal der Kisten annehmen, große Kiste mit Bergungsgut. Insgesamt 20 Stück haben wir hier im Inventar liegen und daraus brauche ich noch das eine oder andere Item. Unter anderem hier beim Jäger 3 Stück, einmal eine Schusswaffe, dann brauchen wir Armschienen und eine Weste. Und ich hoffe, da haben wir jetzt ein bisschen Glück. Beim letzten Mal habe ich ganz gut reingelackt, habe ein paar Sachen gekriegt hier gehabt. Und ich hoffe, da können wir jetzt dran anknüpfen. Die ersten beiden waren jetzt schon mal eher nix, bisschen Garnisonsressourcen, ein Rüstungsteil haben wir gekriegt. Hier so ein episches Rüstungsteil, was bringt mir auch nichts. Ein bisschen Erze, okay. Was haben wir da? Schultern, die habe ich leider schon. Letztes Mal auch, glaube ich, schon bekommen. Ja, hier oben seht ihr, liegen sie noch im Inventar rum. Gürtel, den brauche ich auch nicht, okay. Ja, zumindest kriegen wir Teile, ne? Zwar die falschen. Nochmal die Schultern. Oh boy. Nochmal die Schultern. Na gut, jetzt sind es wieder nur Garnisonsressourcen, bisschen Pflanzen, Rüstungsteil. Vier Kisten haben wir noch. Hände, die habe ich das letzte Mal auch schon gekriegt. Tja, die richtigen Sachen wollen anscheinend nicht, ne? War leider die letzte Kiste, das war eine ziemliche Nullnummer. Das sind immer noch die drei Teile und ja, das heißt für mich, ich muss erstmal wieder ein paar Kisten farmen gehen. Sobald ich wieder ein bisschen was am Start habe, würde ich sagen, melde ich mich wieder. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.